Hi zusammen. Auf meinen bisherigen Wander- und Outdoor-Touren habe ich relativ oft auf gefriergetrocknete Nahrung von zum Beispiel der Firma Track and Eat oder von Travel Lunch zurückgegriffen. Habe dort auch schon einige Sorten durchprobiert. Jetzt wollte ich mal was anderes probieren und habe mir im Netz in der Facebook-Gruppe so ein MRE bestellt. MRE steht für Meal Ready to Eat, also eine Mahlzeit, die man sofort essen kann, theoretisch auch kalt. Hier handelt es sich um ein MRE der amerikanischen Armee. Dürftet ihr wahrscheinlich auch schon von einigen anderen Reviews kennen. Der Arthur hat ja vor kurzem schon einige davon getestet. Der Siggi hatte gerade letztens auch erst einen Livestream, wo er eins getestet hat. Die liegen jetzt auch schon 2-3 Monate bei mir rum und ja, ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Da ist eben neben der Hauptmahlzeit noch Brot, noch Kekse, noch Getränke, Pulver, noch ein Nachtisch, alles mögliche an Snacks noch dabei. Ja, und wenn ihr Lust drauf habt, mir dabei zuzuschauen, dann bleibt jetzt dran. Ja, hier hätten wir das MRI. Wie ihr lesen könnt, haben wir hier Hähnchen, Nudeln und Gemüse in einer Soße. Das Ganze kommt hier in so einem Beutel und der geht auf, indem man den einfach hier oben fest auseinanderreißt. So, und dann schauen wir mal, was sich da alles drin verbirgt. Da haben wir einmal das Zubehörpaket, Cracker, Hot Beverage Bag, einmal Löffel, Cheese Spread, Beverage Powder, Grape, also Traube, Heating Pack, Nuss- und Rosinenmix, der Tisch wird voll, einen Fudge Brownie und dann haben wir hier die Hauptmahlzeit, die kommt hier in so einem Karton, Chicken, Egg Noodles und Vegetables and Sauce, also Eiernudeln, die machen wir doch mal gleich auf und das Ganze sieht dann einfach so aus. Hier ist nichts mehr drin, da kommt gleich dann das Essen in das Heating Pack rein und das Ganze wird dann wieder hier reingesteckt und kann dann 10 Minuten, Viertelstunde heiß werden. Anleitungen sind auch drauf. Schauen wir mal, was im Zusatzpaket hier alles drin ist. Kaugummis, Kaffee, Kaffeeweißer, Salz, feuchtes Handtuch, Klopapier, Scheißhauspapier, wie auch immer, Streichhölzer, Pepper Sauce zum Nachwürzen und einmal Zucker. Ich würde mal sagen, ich fange mal an mit dem Getränk. 12 Unzen Wasser sollen da drauf. Das heißt, da kommen etwa 360 ml Wasser drauf. Das machen wir jetzt direkt mal heiß, damit das mal in Ruhe vor sich hin brutscheln kann. So, dazu haben wir also hier den Heaterpack hier aufreißen, um ihn überhaupt zu nutzen. Dann kommt das Essen da rein und dann kommt da ein kleines Schlückelchen Wasser drauf. Einmal hier rein. Also das ist wirklich wenig Wasser, was hier reinkommt. Dann schlagen wir das mal um. Das Wasser muss jetzt ein bisschen hier hinten verteilt werden. Jetzt zischen, kutscheln. Es geht direkt los. Es wird auch direkt richtig heiß. Also ich kann es jetzt gerade hier nicht mehr anfassen. Also es ist richtig, richtig heiß. So, also jetzt zum Getränk kommt dann also jetzt dieses Pulver hier in den Becher. Also die Farbe könnt ihr auch sehen. Die erinnert mich so ein bisschen an die Flüssigkeit, die in den Chemieklos drin ist. Das riecht schon ein bisschen künstlich. Kurz mal ein Zwischenstand. Also das bläht sich gerade hier richtig auf. Und ja, wie gesagt, das ist unten drunter, auch da, wo es gelegen hat, richtig, richtig heiß. Also das wird auf jeden Fall mal warm. Ich mag zwar nicht so wirklich dieses Getränk, aber machen wir trotzdem. Sag ich mal, Prost! Geschmacklich geht's noch. Grape. Natürliche und künstliche Geschmack. Ja, also ganz ehrlich, das riecht doch ein bisschen so wie das Zeug, was in dem Klo drin ist.
so ein bisschen chemisch, also richtig so chemisch desinfizierend. Der Geschmack geht, aber es ist jetzt, also ich würde es mir jetzt nicht so kaufen. Und die Farbe geht mal gar nicht. So, dann geht's unten weiter. Und dann machen wir mal mit dem mit den Crackers hier weiter. Und dem Cheese Spread. Da bin ich jetzt auch drauf gespannt. Da hat es gleich Sicht. Also ist alles vakuumverpackt. So, dann schneide ich jetzt zur Seite mal auf, damit ich die Cracker möglichst im Ganzen entnehmen kann. So, da haben wir dieses Brot oder diese Cracker. Ich kenne das unter dem Begriff Matzenbrot. Relativ geschmacksneutral, sehr, sehr krümelig. Gucken wir mal, wie es mit dem Käse hier ist. Also, hier muss man ziehen, damit der aufgeht. Ja, und dann probiere ich den erstmal so. Schlecht. Also ich hatte jetzt gestern Abend erst so ein Brot mit Schmelzkäse. Mit so einem Schmelzkäse hat es wenig zu tun. Ist so ein bisschen stückig, würde ich sagen. Minimal. Geschmackstest. Also mit dem Brot zusammen, beziehungsweise den Keksen, gar nicht schlecht. Sehr, sehr krümelige Angelegenheit. Nicht scharf. Es gibt ja teilweise auch welche mit Jalapeno, die so ein bisschen Richtung Chili Cheese gehen. Ist hier jetzt gar nicht der Fall. Also das ist rein Cheddar, würde ich sagen. Ja, Cheddar schmeckt man schon so ein bisschen. Also die normalen Schmelzkäse-Zubereitungen, die wir so kennen, oder die ich so kenne, schmecken ein bisschen besser. Es schmeckt aber nicht schlecht. Das kann man wirklich sehr gut essen. Mit ein bisschen Klowasser runterspülen. Den Rest esse ich alleine und dann geht's gleich weiter mit der Hauptmahlzeit. Miracoli ist fertig oder so ähnlich. Also das ist richtig heiß, auf der Oberseite auch, Unterseite richtig warm. Dann holen wir es mal raus und dann gibt es hier noch eine weitere Lasche, an der man dann reißen kann. Wieso, weiß ich nicht ganz, aber dann tun wir das halt mal. Das klappt ja gut. Also. So, dann hole ich es mal raus. Also das dampft hier noch richtig gut. Also das ist so heiß, ich kann es gerade hier nicht anfassen. Das hier ist auch richtig heiß. So, wird aufgerissen. Auf der langen Seite hier. Und wir haben hier Nudeln. Solche kleinen Bandnudeln. Wir haben hier ordentlich große Hühnchenstücke. Da sind Karotten drin. Das dürfte Sellerie sein. Staudensellerie. Rot könnte Paprika sein. Das Ganze erinnert so ein bisschen an. Also es riecht sehr gemüsig, wie wenn da so eine richtig schöne
Gemüsebrühe kocht. So riecht es hier. Was haben wir hier? Was das ist, könnten Gurken sein. Ich sollte mal vielleicht lesen, was alles drin ist. Naja, lang genug geredet, jetzt wird probiert. Heiß. Also heiß ist es wirklich. Dann probiere ich mal erstmal Nudeln. Gut, die ist halt ein bisschen weich gekocht. Ja. Also das Chicken hat durchaus noch Struktur. Möhre, Möhrchen. Auch schon sehr zerkocht, schwer rauszuschmecken. Also das hier dürfte Bohne sein. Das schmeckt echt passabel. Also es ist jetzt nicht das Gericht, was ich mir im Restaurant bestellen würde. Aber es ist echt gut. Das Hühnchen ist sehr zart, aber nicht zu zerkocht. Also man kann schon auch schön drauf beißen. Von der Grundwürze auch okay. Ich mache mir jetzt mal dieses Tabasco da dran. Oh ja, jetzt ist es gut. Es hat so einen leichten Schärfekick und die Säure vom Essig hat es nochmal ein gutes Stück gehoben. Sehr schön. Ist jetzt keine Riesenportion. 227 Gramm, schon eher eine kleine Portion, muss man so sagen. Mit dem Käse vorweg. Den Käse vorweg, den Kräckern vorweg, dann haben wir noch den Brownie für hinterher und noch für zwischendurch den Nuss-Rosinen-Mix. Aber vollkommen ausreichend. Es ist ja wie gesagt ein MRE, ein Meal Ready to Eat, das heißt eine Mahlzeit, so eine Streitkraft. Ich glaube, die kriegen dann 2 bis 3 pro Tag. Ich weiß nicht, ob es da noch Frühstücksmahlzeiten gibt. Nee, also schmeckt gut. Wirklich. Ich esse das jetzt in Ruhe fertig. Und ja. Prost! Zum Abschluss nochmal schön hier Klospülung. Ah, herrlich. Ciao. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden. Also es ist jetzt einen Tag später, ich habe mich dazu entschieden, dass wir jetzt mal schnell den Kaffee machen und den Brownie essen. Eben gab es noch normales Abendessen. Also passt doch der TFF Fudge Brownie super als Nachtisch. Nuss und Rosinen machen wir danach auch gleich auf. Einmal den Coffee, den Creamer, Sugar. So, das Ganze hier natürlich stilecht. Aus der Outdoor Buddy Kaffeetasse. Da sollen drauf 6 Unzen, 180 ml Wasser soll hier drauf. Also die Tasse hier nicht ganz voll machen. Ja, ich würde sagen, das langt mal. Seite, dann kommt der Kaffee Weißer rein und direkt der Zucker hinterher. Dann rühren wir mal um. Ich glaube, das war fast schon ein bisschen zu viel Wasser. Alternativ, wenn man jetzt im Feld natürlich kein heißes Wasser hat, ist dieser Beutel zu benutzen, ein sogenannter Hot Beverage Bag. Da geht man dann hin, füllt eben das ganze Kaffeepulver, Weißer und so weiter alles rein, verschließt den, das ist ein Ziploc-Beutel hier, und packt den dann auch in diesen
in so ein Heaterpack dazu. Ich denke mal, in der Feldküche wird es die wahrscheinlich nochmal extra dazugeben, wenn man die braucht. Und hat eben so ein, kann eben sich so ein heißes Getränk machen. Und da steht auch drauf, dass man dieses, diese Packung hier, wenn natürlich der heiße Kaffee drin ist, kann man die ja schlecht anfassen. Die soll man dann entsprechend in diesen Pappkarton rein machen und dann halt so draus trinken. So, genug geschwafelt, dann machen wir jetzt mal den Cookie hier auf. Okay, das ist ein Brownie. Boah, das ist ja mal geil. Das ist ja mal richtig cool. Dann probieren wir den Brownie mal. Den esse ich nicht ganz, da hebe ich meiner Frau auf jeden Fall mal die Hälfte auf. Das Ding ist cool. Richtig schokoladig. Gucken, ob man es erkennt. Da sind hier noch so schöne Schokostückchen drin. Ist eine sehr feste Masse, also kompakte Masse. Fest nicht, lässt sich leicht kauen. Also ein typischer Brownie. Aber sehr lecker. Sehr süß, aber sehr lecker. Noch einen Kaffee hinterher. Ja, also die Kaffeemenge, die da dabei war, also ihr habt ja gesehen, wie viel Wasser, ich habe jetzt hier einen halben Kaffeebecher voll. Der ist dünn. Also da bin ich selbst von den an den normalen Kaffeepacks gewohnt, dass die stärker nach Kaffee schmecken. Also schmeckt nach Kaffee, ja, aber er ist halt nicht so stark. Also Kaffee, so lala. So, damit wir das Pack dann komplett durch haben, mache ich jetzt noch schnell den Nuss-Rosinen-Mix hier auf. Probiert den mal, wie der schmeckt. Ah, ich sollte mal komplett lesen. Also ist ein Nuss-Rosinen-Mix mit Pan-Coated Chocolate Discs. Pan-Coated Chocolate Discs ist übersetzt für M&M's. Jo. Haselnüsse. Erdnüsse. Mandeln sind auch drin. Rosinen, mag ich nicht so. Walnüsse sind drin. Also Rosinen mag ich prinzipiell nicht so. Aber ansonsten, schönes kleines Paket mit einer schönen Nussmischung, die, denke ich mal, ordentlich Energie gibt. Ich bin damit mit meinem ersten MRI-Review durch. Hier das nochmal. Chicken Noodles and Vegetables and Sauce, MAI Menü Nummer 3. Wir hatten noch ein paar Folgen, ich habe noch einige im Keller. Wenn ich überlege, sowas mal mit rauszunehmen. Einfach das Ding mal schnell in den Rucksack geschmissen, wenn man mal los will. Zack, hat man alles dabei. Warum nicht? Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao.